Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Ich bin der Clemens. Ich möchte euch ganz gerne heute vorstellen unsere Costa 600 DC. Die DC-Version hat im Bugbereich eine Kabine und daher eine wunderschöne Liegefläche hier vorne mit Polstern, in dem Fall mit den Diamantpolstern. Die kann man wegklappen. Darunter hat der Bugbereich ein extra Fenster, damit Licht in die Koje kommt, sowie eine Luke, damit Licht in die Koje kommt. Auch sehr schön ist das Teak-Imitat im vorderen Bugbereich. Pflegeleicht, nicht sonderlich aufwendig. Das ist die Abdeckung für die Luke, über die wir gerade gesprochen haben. Darunter ist eine hochwertige Oma-Luke, besonders praktisch mit Feststeller, damit sie zum Lüften auch offen bleiben kann. Wenn wir hier schon am Bug sind, dann schauen wir gleich in den Ankerkasten. In unserer Version mit einer elektrischen Ankerwinde. Das ist praktisch, das ist einfach, das funktioniert aus dem Cockpit. Wir können den Anker von hinten setzen, also auch wieder aufholen. Wunderschön mit einer Niro-Halterung für einen Grusanker, der mit dabei ist. Jetzt bewegen wir uns vom Bugbereich wieder ins Innere. Kurz möchte ich noch hinweisen auf die zwei Lichtfenster, die wir haben, neben der Luke, jetzt ohne Polster auch gut zu sehen. Der klassische Einstieg über das geteilte Mittelfenster mit perfekt genutzten Skiminuten, gemütlich, einfach für jeden handelbar. Das hochwertige Verdeck hat Lüftungsschlitze eingebaut und lässt sich wegrollen in den Bereichen, die man öffnen lassen möchte, immer mit Druckknöpfen zum Fixieren. Man kann vorne die Mitte wegnehmen, man kann aber auch die ganze Front wegnehmen, man kann die Seitenteile wegnehmen und auch hinten lässt sich das große Fenster öffnen. Da wir uns gerade über das schöne große Achterfenster unterhalten haben, befinden wir uns jetzt am Spiegel unseres Bootes. Hier haben wir den Flaggstock samt Flaggstockhalter. Zwei Wachskisten, die sehr praktisch sind, denn sie sind entwässert für die Festmacher, Schwimmleine. Drüben an Steuerbord passen auch zwei kleine Fender hinein. Wunderschöne Niro-Klampen, alles von bester Qualität. Im Spiegelbereich gibt es für die Elektroboot-Version auch noch eine Badeplattform zu montieren, die wäre dann hier drüber. Da wir am Neusiedler See die Boote meistens mit der 2 kW oder der 4 kW Version fahren, von Torpedo oder mit E-Propulsion oder auch mit dem Pictronic, dann aber in Richtung 6 kW, 8 kW, haben wir nicht so hohe Mutterschaft und können hier eben diese Badeplattform verbauen. Auch hier möchte ich euch zeigen, wie groß die Liegefläche ist. Bekannt aus unseren vorigen Videos, lege ich auch hier einmal Probe, um zu zeigen, dass sich auch das gemütlicher ausgeht. Auch kann ich mich auf die Seite rollen. Immer noch 2 Leute vorne genug Platz. Wir haben jetzt für euch umgebaut auf unseren Tisch. Ein kleines Feature, das ich euch zeigen möchte, ist der Back-to-Back-Seat. Jetzt sitze ich in Fahrtrichtung und kann auch ganz bequem mit dem Fahrer sprechen, die Sonne genießen, die Fahrtumgebung anschauen. Mache ich einfach so, habe ich aber 2 bis 1 gemütlichen weiteren Platz am Tisch. Die Kühlschublade befindet sich hier unten. Genug Platz für mehrere Getränke oder auch etwas zum Essen. Wenn wir schon hier sind, wir befinden uns auf unserem Boot, auf einem Anhänger von Habeck, sind sehr dankbar dafür, für die lange Zusammenarbeit mit der Firma Habeck. Gerne wollen wir euch die Silvi-Gläser vorstellen, sehr beliebt bei uns, denn sie haben einen Magnet am Boden und man kann sie sogar einfach an die Bordwand kleben. Von Silvi gibt es verschiedene Gläser, Sektgläser, Weingläser, Wassergläser und natürlich auch ein Bierglas. Das nehme ich gleich mit hinüber zu meinem Steuerstand, denn da habe ich auch schon Kletterhalter montiert. Da kann man anschubsen, das Bier bleibt stehen. Jetzt befinden wir uns am Steuerstand, wo ich vorher mein Bierglas hingestellt habe. Da es im Weg ist, nehmen wir bis zur Seite. Die Untersätze lassen sich beliebig oft abnehmen und wenn sie einmal nicht mehr kleben, kann man sie abwaschen. Am Steuerstand kurze Information, wir haben hier das kleine Elektrikpaket genommen, das heißt, es sind wunderschöne Schalter verbaut, die mit einer Hintergrundbeleuchtung, wenn man sie betätigt, die Elektrik ist vorverlegt, also es gibt wirklich schöne, gute Kabel durchs ganze Boot geführt, mit einer sehr guten Beschreibung dazu. Man findet auch, wenn man etwas sucht, wo es hingeht. Hier haben wir für unser Bugstrahlruder, das wir mit verbaut haben, die Fernbedienung, ein 5 Volt USB-Anschluss für iPod oder iPhone laden.
Und darunter ist das Fusion Radio verbaut, auch mit dem passenden Fusion Box. Das Lenkungssystem ist ein Ultraflex-Lenkungssystem, eine Hydrauliklenkung, einfach aus dem Grund, dass es viel gemütlicher, viel weniger aufwendig zu benutzen ist, so wie wir die Servounterstützung aus dem Auto kennen. Derzeit ist unser Armaturenbrett noch komplett leer, da wir noch keinen Motor eingebaut haben oder auch noch keine Navigationsmöglichkeiten eingebaut haben. Gerne verbauen wir Dragonfly, da passt der Display wunderschön hierher. Der kleine Display vom Victronic, Torqueedo oder E-Propulsion Motor und was auch immer man noch dazu haben möchte. Und kurz zwei Worte zum Sitz. Es gibt die Möglichkeit, den vorderen Teil hochzuklappen, um beim An- und Ablegen oder bei schwierigen Manövern besser zu sitzen, um eine bessere Übersicht zu haben. Auch lässt sich der ganze Sitz drehen und man kann auch mit am Tisch sitzen. Kurz sprechen wir noch über die Stiegen, die ich halt vorher ganz zu Beginn nicht gezeigt habe, sondern nur hinuntergeschritten bin. Wirklich einfach zu nutzen, angenehm und der Ausstieg über die vordere Mittelfensterluke. Backbord haben wir noch am Beifahrersitz quasi, zwei praktische Getränkehalter und eine wirklich große kleine Schapp. Jetzt begrüße ich euch noch kurz aus dem Inneren des Schiffes. Hier wäre Platz, um eine Chemietoilette hinzustellen, aber auch ein ausreichend großer Platz, um nachgucken zu können. Auch hier wieder der Liegetest. 1,80 Meter, kein Problem. Bei unserem Liegetest können wir jetzt wunderbar wieder über die Fenster sprechen. Hier sind die zwei Luken, die ich angesprochen habe, die das Licht, die Sonne wunderschön hereinlassen und die zu öffnende Luke mit dem Feststeller. Kurz wollte ich noch mit euch über die Fahreigenschaften sprechen. Das Boot lässt sich mit einer Benzinmaschine bis 175 PS motorisieren oder so wie wir es eben nutzen mit 2, 4, 6, 8 kW im Durchschnitt. Sie hat elektrisch einen wunderschönen, ruhigen Geradeauslauf, man muss nicht viel lenken und das Lenken, was wir machen müssen, haben wir, wie wir gesehen haben, hydraulisch unterstützt. Weiter, wenn wir durch unseren Schauraum schauen, Stickel, Phobos, seid gespannt auf unsere nächsten Videos.